Gestern habe ich euch die Swatch Twin Phone Modelle von 1992 und 1997 gezeigt. Dabei bin ich vor allem auf das ältere Modell und dessen von außen zu sehende Bedienelemente eingegangen. Jedoch lohnt sich bei diesem Telefon auch ein Blick ins Innere, denn dieser offenbart das schwere Geheimnis der Two Phones in One. Während wir im Hörer die Lautsprecher- und Mikrofontechnik sowie ein paar Elemente für den Stummschalter vorfinden, da gibt es in der Ablageschale wesentlich mehr zu entdecken. Hier finden wir verschiedene Kabel, die Schalter für den Klingelton und dessen Lautstärke, sowie natürlich mehrere Platinen, etwa jene für die Eingabe von Nummern und Namen, oder jene mit dem Speicher für die abgelegten Kontaktdaten. Das alles macht aber noch keinen so schweren Eindruck, schon gar nicht in Verbindung mit der sehr leichten Kunststoffhülle. Das schwere Geheimnis des Swatch Twin Phone liegt nämlich in diesen Bauteilen begründet. Dies sind die Gewichte, die jeweils in der Station und im Hörer verbaut sind. Pro Telefonelement kommt eines dieser Gewichte zum Einsatz. Ich habe zwei Theorien dafür, warum sie verbaut worden sein könnten. Die erste ist eine Marketingtheorie, denn die Gewichte könnten einfach nur dafür sorgen, dass sich das Swatch Twin Phone schwerer und damit wertiger anfühlt. Die zweite Theorie ist eher praktisch angelegt, denn die Gewichte können garantieren, dass der Hörer zuverlässig auf dem Gabelschalter liegt und dass die Basis den Stummschalter auf ihrer Unterseite zuverlässig sowie dauerhaft betätigen kann. Durch die ansonsten leichte Bauweise könnte es nämlich dazu kommen, dass einer der Schalter oder sogar beide nicht richtig gedrückt werden. Das würde das Auflegen erschweren, eingehende Anrufe unmöglich machen und beim Telefonieren zu einer Doppelung des ausgehenden Audiosignals sorgen, wenn man zu nah an der Ablageschale telefoniert. Deshalb denke ich, dass die Gewichte durchaus einen praktischen Nutzen haben und die gefühlte Wertigkeit der Geräte sich nur als positiver Nebeneffekt ergibt. Was denkt ihr? Lasst gerne einen Kommentar da und drückt den Abonnieren-Button für weitere Videos rund um die wilden 90er. Vielen Dank und tschüss!